Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zum nächsten Video von Star Wars Jedi Fallen Order. Und zwar, ja, wir starten rein mit der weiteren Hauptquest, oder besser gesagt noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg zur Hauptquest, wo wir hier Dagon da in Kobo stellen müssen. Ja, aber wir versuchen erstmal hier die Kammer der Hohen Republik zu erforschen. Müssen wir uns auch mal umschauen, was wir machen können. Oh, erstmal ein Hühnchen rupfen. Ich glaube, genau, da ging es ja nicht weiter. Da waren nur Vorsprünge. Schauen wir uns doch erstmal auf dem Normalweg an. Nämlich Sturmtrupplers. So, da unten haben wir sogar das nächste Schiff. Kriegen wir das Hühnchen auf? Jo. Das auch? Jo. Darunter. Tatsächlich sogar komplett unbeschadet. Sofort. Ich guck mal eben. Thor meinte, wir sollten uns diese Kammer näher ansehen. Machen wir gleich. Gut, dass wir da eine Kammer haben. Hier haben wir aber vorher eine Kiste. Wieder was für ein Bomber getan. Nach was angelst du? Ich jage den wilden Mähfisch. Wusstest du, dass der Mäh der erste Fisch war, den der kleine Skuva gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Scuba ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Aber ich war so zäh, dass sie mich kein bisschen verdaut hatte, bevor meine Frau. So, der Mifisch. Der Mifisch ist ein Blender. Er präsentiert sich mit breiten Flossen und in grellen Farben, aber hinter seiner prächtigen Erscheinung verbirgt sich ein bösartiges, waghalsiges Raubtier. Sein Maul, das aus dem flachen Körper herausragt, ist gesäumt von hunderten kleiner und aber rasiermesserscharfer Zähne, die die kleinen Fische förmlich zerlegen und von denen er sich ernährt. Zudem versucht er, bei denen Blut zu saugen, die ihn fangen wollen. Kein blankes Fleisch ist vor einem Mifisch sicher. Freunde uns rausgefischt hatten. Klingt, als hätte es eher dich gefangen. Ei, erinnert mich an früher. Bleib da, Junge, dann erzähle ich eine Geschichte. Also, Scuba, zurück zu deiner Geschichte. Du wurdest im Weltraum von Captain Wet ausgesetzt? Ei, Junge. Da saß ich mit knurrendem Magen und starrte hinaus in die Leere. Und vom Bullauge blickte mich mein Spiegelbild an. Waren es Stunden, Jahre? Ach, beides würde mich nicht wundern. Aber eines weiß ich noch. Nach unbestimmter Zeit tauchte sie auf. Wie ein Bugspriet durch einen Wellenkamm. Der große Weltraumwal, immer noch mit dem Abdruck der Grapnel an der Seite, tauchte aus einer geteilten Leere auf. Ei, das treibt mir heute noch das Salz in die Augen. Seine speckigen Wellenbewegungen schleuderten meine Kapsel durch die Sterne wie ein Skiff mit Gänseflügeln. Die Sterne kreisten umher wie 100.000 Fische, bis ich plötzlich unter mir einen Planeten sah.
dort stürzte meine Kapsel ab und ich wurde von freundlichen Einheimischen gerettet. Ich war von dieser wunderbaren Kreatur aus den Tiefen des Weltraums gerettet worden. Ich habe nach ihr gesucht, aber ohne Ergebnis. Sie entzog sich mir jahrelang, bis ich mein Bündel schnürte und nach Sakavita heimkehrte. Die meisten glaubten nicht, was ich gesehen hatte. Angeblich alles nur die letzten Zuckungen eines verhungernden Gehirns. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, Junge. Ich weiß, was ich gesehen habe. Natürlich war zu Hause nichts mehr so wie in meiner Erinnerung. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Die Purgil. Skova wurde von einem Purgil, einer riesigen raumfahrenden Kreatur, aus den Tiefen des Weltraums gerettet und durch deren Hypertunnel zurück in den bekannten Raum geschickt. Anschließend verbrachte er Jahre vergeblich damit, seinen Retter zu finden. Ja, wir haben den achten Fisch geangelt, ne? Und haben wir tatsächlich jetzt hier bereits die nächste... Ja, im Grunde die Kammer, ne? Mal gucken, was uns dort erwartet. Das ist jetzt die Kammer... Erkunde die Kammer der Hohen Republik auf dem Berg. Willkommen, Jedi. Unsere Probleme sind oftmals eine Frage der Perspektive. Indem wir unsere Position verändern, verändern wir auch unser Denken. Durch diese neue Sichtweise kann ein Problem begreifbarer werden. Das kommt mir bekannt vor. Ja, und das erste Echo nehmen wir direkt mit, ist direkt am Eingang. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Planeten so kraftspendend finden würde. Er hat etwas Einzigartiges, nicht wahr? Ich muss euch eine Quelle zeigen, die ich kürzlich gefunden habe. Die Aura dort ist belebend. Ein seltener Fund. Kobus einzigartige Eigenschaften, die guten wie die schlechten, wurden von allen Besuchern bemerkt. Zwei Jedi sprechen über ihre versteckten Favoriten auf der Planetenoberfläche. Die Kammer der Loslösung ist das. Ich habe gehört, Dagon war im ersten Transporter, der abgeflogen ist. Unsinn, das würde er niemals tun. Wo immer er ist, wir brauchen ihn. Das ist nicht gut. Einer für alle, Dagon Gera ist nach seinem, wie einige berichteten, Amoklauf verschwunden. Andere hoffen, dass er wie schon einmal zurückkommt und sich verteidigt. Ist so anders als Coruscant. Ich finde seine Stille im Vergleich fast ohrenbetäubend. Und dennoch liegt darin ein einzigartiger Frieden. Welten entfernt, zwei Jedi der Republik diskutieren angeregt die Unterschiede zwischen ihrer neuen Heimat auf Kobo und ihrem alten vertrauten Leben in der Hauptstadt der Galaxis. Ach, guck mal, dahinter haben wir die Kugel. Wir brauchen natürlich ein bisschen Materie hier. So. Die Kugel haben wir. So, perfekt.
So, ich wette, das Ding muss hier drauf stehen bleiben, ne? Aber noch mal ein Priorit. Upsa, ich wollte ja BD haben. Ich will BD haben. So, mit BD können wir jetzt... in einen Priorit da oben rankommen, ne? So. Da ist er. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Ah, ne, Datendisk. Da ist ja irgendwie das gleiche. So, da oben müssen wir auch hinauf. Jetzt gucken wir aber erstmal, was wir überhaupt hier oder wie viele Gegenstände wir noch hier kriegen müssen. Ne? Das sind also 50 erkundet und nur noch 2 Sammelobjekte fehlen uns. Also das läuft erstmal. Aber irgendwo muss noch... War ja. Genau. Da geht's nicht vorbei. Auch Wasser. Nein. Mist, jetzt ist erloschen. Hätte den einen nicht zurückziehen dürfen. Ah, nee, wir haben es schon weg. Gut. Sehe ich jetzt erst. So, jetzt steht er da schon mal drauf.
Perfekt, neue Jedi-Lackierungen. Jetzt ist das Ding ganz unten. Perfekt. So, Geduld. Damit haben wir die Kammer der Hohen Republik auf dem Berg erledigt. Sogar zu 100%. Wir können jetzt raus. Wir können raus und uns der Hauptquest widmen. Jetzt müssen wir irgendwie wieder auf die andere Seite kommen. Ah, okay, das ist leichter als gedacht. Da gibt es Gestrüpp, was wir hochkommen. Oh. Auch noch andere Tiere. Unterwegs zu Sektor. Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klon. Es greift an! Ey, nee, ich will ja hier. Warte mal. Kann man nicht die letzten irgendwie nehmen? Ja, genau. Also die letzten stehen tatsächlich immer direkt aufgelistet. Abgestürzter Tierjäger. Das Wrack eines imperialen Tierjägers, der anscheinend während einer Routinepatrouille von einem Schiff aus den Klonkriegen abgeschossen wurde. Und Streuner habe ich hier aus der Kiste jetzt rausgeholt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist noch eine Tür jetzt hier. Schauen wir uns die erstmal an, weil dahinter wirkt nur ein Raum zu sein. Jo. Ah, ja, ja, ein Raum mit haufenweise Viechern. Ein Nest so. Voller Schauderpäden. Grease wird diese Geschichte lieben.
Chaudopeden-Nest. Chaudopeden jagen in kleinen Rudeln, nisten aber in Massen und fürchten komplexe Paarungsrituale durch, bei denen gruseligerweise auch ihre scharfen Zangen beteiligt sind. Okay. Komm mal auf hier. Sehr gut, Kumpel. Nur ein Unterlippenbart, alles klar. Wollen wir jetzt Kerl nicht echt nicht hässlich machen. Wow. Versuche ich nicht, ich komme gerade wieder zu dir. Komm zurück! Na, zu Schauen wir uns mal an, wie wir da rüberkommen. Na, einfacher als gedacht. Schön ist das nicht. Berghütte. Auf der Suche nach Reichtum schwärmen Prospektoren aus und ließen sich überall auf Kobo nieder. Da geglaubt wurde der Berg sei ein Hort von Schätzen, waren seine Ausläufer rasch mit kleineren praktischen Hütten übersät. Schauderpäden, die hängen überall rum hier. Ich glaube, wir schauen uns erstmal diese Seite hier an, ne? Tatsache, da haben wir was. Nicht schlecht. Tatsächlich endlich mal wieder ein Prioritklumpen in den Händen gehalten. Ich wusste schon, dass hier welche sind, aber eher vor mir und nicht hinter mir. So.
Was haben wir denn jetzt Schönes? Also in die Richtung geht's nachher auch. Da haben wir aber noch ein Tor, was versperrt ist. So ein Rad, an dem wir drehen können. So, wo lang geht's jetzt hier? Da geht's eine Etage nach oben. Sammel Schrottplatz, BD, die Ohren von ihm. Oder wenn man das natürlich als Ohren bezeichnen darf. Kommen wir auch wieder gut runter. Ich muss einfach weiterklettern. Oho. Oh, zwei. Auf welchen soll ich mich denn jetzt konzentrieren? Harter Kampf. Den können wir in Domas Laden verkaufen. So, müssen wir uns jetzt rüberziehen, geradeaus, ne? Ja. Jetzt sind wir jetzt gleich da, ne? Die Raiders haben dem Imperium Angst eingejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, BD. Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Hätten wir noch einen Speicherpunkt zu geben. Aber wir haben auch noch hier so ein. Boah. Ah. Hallo. Oh. Ja. Energieleitung. Dafür hast du nichts dabei, oder? Vielleicht bekommen wir ja jetzt in diesem Abschnitt für die übrigen Kisten. So ein Update für BD, dass wir die auch noch öffnen können. Ah, warte mal. Okay, was haben wir? Ja, okay, also es ändert sich noch nichts hier. Wir können nur unsere Schwerter anpassen, ne? Und Blaster natürlich.
Ja, was machen wir jetzt? Speichern schon oder? Ja doch, dann haben wir dann natürlich schon mal entdeckt, ne, hier oben. Wanderer in dieser Einsamkeit. Was machst du hier? Oben Metall, unten Nebel. Wir verstecken uns dazwischen. Du versteckst dich hier? Die Raiders sorgen zwar für Lärm, aber so leicht übertönt man das Imperium nicht. Also warten wir ab, wer letztlich am lautesten ist. Okay. Pass auf dich auf. Das gilt auch für dich. Und dich. So, der Gong-Druide macht immer nur Gong-Gong. So, ja, der hat mir jetzt auch nicht weitergeholfen, außer dass er da rumsteht. Das wohl schon hier war. Jetzt muss ich quasi hier durch. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Das ist ein Mogu. Überwachungsausrüstung. Ein seismischer Detektor, der durch schwache Impulse verborgene Objekte findet. Ein unglücklicher Nebeleffekt war, dass er die lokale Fauna anlockte und wütend machte. Durch die Zeit und die Elemente ist er mittlerweile funktionsunfähig. Das an. Ja, der nächste Priorit, hä? Ja? Klar gemacht haben. Oh.
Hallo. Hallo, tschüss. Oh. Jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, was? Oh ja. Wer wollte das wohl alles unter Verschluss halten? Hier ist eindeutig zu viel los an Sicherheitsvorkehrungen. Eine tödliche Begegnung. Weiter oben auf dem Berg treffen zwei Prospektorinnen im Nebel auf einen ausgehungerten Mogu, dem jede Beute in seinen Jagdgründen recht ist. Mal kurz eben zurück, eben raus. Ich kann den Lift von hier nicht holen. Den können wir in Domas Laden verkaufen. Haben wir immerhin schon wieder 5 Klumpen. Die können wir wirklich schon mal einmal einsetzen für etwas Neues. Anscheinend müssen wir den Rest des Wegs klettern. Sicherer als zu Fuß. So, da würden wir rüberkommen zu dieser einen Dingens, wo wir schon mal waren. Feuern hier. So, was haben wir denn da? Ah, da unten ist das Dingen, aber da oben, wir müssen erstmal nach oben. Mal nach oben, bevor wir nach unten gehen. Aber wohin geht's? Uns kann nichts aufhalten, oder? Ah, Priorität. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Gut, wir haben Samen gesammelt. Okay, also da oben geht's nicht rauf. Hätte es sein können. So. Dass ich mir einen nach oben gezogen habe. Feind verloren.
Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Durchbrecht seine Verteidigung. Großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Ich muss mir erstmal umschauen, ist wieder auf der Karte. Wo genau wir überhaupt lang müssen? In das Schiff. Bomben aus. Diese Droiden haben es heute schwer. Ein Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du. Für dich, Kumpel. BD. Verschwinden wir! Eine Art elektrifizierbarer Pfeil. Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Elektropfeil freigeschaltet. BD1 kann jetzt einen Elektropfeil abschießen, der bestimmte Objekte überlädt. Ah, jetzt komme ich vielleicht dann an die anderen Kisten ran. Durch den Fall von BD1 lassen sich zudem gegnerische Droiden außerhalb des Kampfes leichter hacken. Auch sehr nett. Hey, komm. Oh, das war ein Stim. Aber doch schon. Ah, okay. Feuer. Versuch's. Sehr cool.
So, wir haben jetzt, genau, da oben müssen wir jetzt hin. Wir meditieren noch einmal, um zu speichern, aber ruhen uns jetzt nicht aus, ne? Denn dann gibt's da, dann sind die alle wieder respawned, die Gegner, ne? So. Alles okay. Diesmal ging es gerade so gut. Ja, ich denke, nee, das wird nicht so sein, dass ich damit die Kisten aufkriege. Okay, dann nochmal. Wo ist denn noch einer? Ja, war das. Er hat es tatsächlich überlebt, den Abflug. Dann müssen wir auf die Seite rüber. Mit einem Jump. Halt. So, und wir haben hier den Datendisk. Hab noch einen Klumpen gefunden. Ah ne, Priorit. Also diese Droiden, die haben immer was dabei, ne? Oben ist was. Ja, da oben ist was. Das könnte dann natürlich der Degen sein. Du weißt einfach, wo du suchen musst. Lagertanks. Die verrosteten und längst verlassenen Lagertanks auf dem Berg dienten zur Wasserspeicherung und dem Abpumpen überfluteter Bereiche durch unzählige miteinander verbundene Rohre. Das ist ein Machtriss, cool. Konzentration.
Okay, zersplitterte Stärke. Aha. Was machst du hier? Du musst dranbleiben. Nicht nachlassen. Komm schon. Der Fuß ist weg. Verdammt stark das Lichtschwert mit den zwei Klingen, ne? Nur ist es halt nicht so schnell, wie ich es halt gerne immer hätte, ne? Das hat funktioniert. So, weitere Fähigkeitspunkte haben wir mal ebenso freigeschaltet. Nein, nicht runterfallen. Jetzt gehe ich noch nicht raus, ne? Sondern da hinten ist etwas, was ich mir noch aufsammeln könnte. Mal kurz so reflektieren, wie ich da hinkomme. Vielleicht sollte man das hier rüber versuchen, nicht? Ja. Das kriegen wir hin. Oh, da sind wir schon. Verlasste Prospektorenausrüstung. Als das Imperium die Herrschaft übernahm, hatten die Prospektoren den Berg längst verlassen. Entweder weil sie gescheitert waren oder Riders sie bedrängt hatten. Ihre Ausrüstung jedoch ist immer noch über die Gipfel verstreut.
werden, gehst du in den Nahkampf. Diese Logik ist vernünftig. Halten wir einen Moment an. Yep. Chillen wir einen Moment hier oben. Ja, Fähigkeiten kann ich mal eben schauen, was wir einsetzen können. Also Macht habe ich ja schon ganz gute Sachen, ne? Lichtschwert. Ich kann jetzt auf dieses Parierstange gehen, ne? Weil ich die auch... Also wie gesagt, die ist stark, ne? Warte mal, das war auch... Was war das? Okay, das ist egal. Wie der Spaltenschlag ausgeführt wird. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Du mich zusammen? Das war wieso knapp. Kann ich den jetzt für den nicht einsetzen? Zum Feuer da oben. Okay. Lass mal. Hallo. Sehe sie, BD. Wow. Genau,
Oh, der war übel. Boah. Das war der letzte. Das war jetzt mal, ja. Das war hart. Möchte ich mir nicht mal vorstellen, wie das auf den anderen Schwierigkeitsstufen ist. Ich spiele jetzt auf Story, ne? Ganz gechillt. Die Tür öffnen. Ich sollte was? Hier gibt es nichts zu sehen. Deine Augen spielen dir einen Streich. Hier gibt es nichts zu sehen. Meine Augen spielen mir einen Streich. In der Tat, Sir. Es reicht. Geh zurück ans Funkgerät. Ja, Sir. Geringe Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Okay, das geht nicht. Wie komme ich denn jetzt darüber? Hallo. Muss schon was in dem Raum geben. Weil ich kann auch irgendwie nicht BD nehmen, dass ich da oben irgendwie reinschießen kann. Das funktioniert gerade nicht. Funktioniert gerade echt nicht. Bomber. Damit können sie den Außenposten komplett einebnen. Das hat mir jetzt sehr viel geholfen. Komm schon, Kumpel, gehen wir.
Ja, dann schauen wir jetzt doch noch mal auf die Map. Ja, also wie gesagt, ich muss da oben reinschießen, aber ich kann gerade nichts mit BD aktivieren. Das ist nämlich gerade richtig, richtig komisch. Wieso ich das damit nicht kann. Weil oben haben wir noch eine Tür, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Und den einen Behälter halt dort, wo wir eigentlich reinschießen müssen. Aber wie soll das gehen, wenn ich mit BD gerade nichts aktivieren kann? Hey BD. Hey, Kumpel. Tschüss. Ja, also ich bin mir sicher, ich muss da irgendwie mit BD das Ding nach oben schießen. Und ich sage, ich glaube, BD hat irgendwie Probleme. So, ich probiere das jetzt einfach mal. Zurück zum Titelbildschirm, weil ich habe, wie gesagt, also ich kann mir nur vorstellen, dass BD irgendwie einen Bug hat, dass ich mit dem das da nichts anvisieren kann zum Reinschießen. Ja, super. Also haben wir das nochmal. Sehen Sie, BD. Thank you.
Abfahrt erlitten. Spiel weit geschickt aus. Das war der letzte. So, okay. Dann schauen wir jetzt nach, ob es jetzt funktioniert. Tatsächlich, jetzt kann ich BD einsetzen. Stehen bleiben. Ich lasse niemanden durch. Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast, Jedi-Abschau. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte zeigen. Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Geringe Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. So, genau, guck mal. Schieß! Jetzt kann ich auch da reinschießen, sind die Wände geschlossen. Ja, das war tatsächlich der erste richtige Bug, der uns abhält, ja, etwas hier zu machen. Wo läuft der hin? Ah. Kumpel. Wollte schon vorher hacken. Für eine Abkürzung. Gut, da sind wir hinter der Tür, wo wir vorhin mal waren. Der Türtechniker. War der das? Wenn ja, ging das richtig schnell oder da ist irgendwas passiert. Was nicht Sinn und Zweck hatte. Aber okay, lassen wir das mal so stehen. Ich weiß nicht, ob diese Garnison einen Angriff der Raiders übersteht. Ich weiß. Aber wen hättest du gerne als Gewinner? Einen Rancor oder einen Gundark? Okay, das ist hoch. Weiter Weg nach unten. Wir sind so weit gekommen.
Oha, da oben wird sogar richtig gekämpft hier. T-Fighter gegen was weiß ich. Eine Aussicht. Das hätte dir gefallen, Shanna. Boat, wir sind unterwegs zum Observatorium. Ende der Reise. Nachdem eine Prospektorin auf der Suche nach Schätzen endlich den Berggipfel erreicht hat, genießt sie die Aussicht und denkt über ihre Reise nach. Bin schon unterwegs. Da holen wir uns mal hier aus. Der Gipfelkamm. Okay, kann weitergehen. Okay, Abkürzung freigeschaltet. Aber war jetzt nicht so im Sinne des Erfinders. Okay, auf jeden Fall Abkürzung freigeschaltet, dann nutzen wir uns einfach mal die Fahrt aus hier, um ein bisschen zu verschnaufen. So, vielleicht führt uns der Weg hinterher hier ja vorbei. So, jetzt geht's rauf hier. Jetzt geht es. Nicht nachlassen. Ich gebe dir Deckung aus der Luft. Modifiziert aus. Wahrscheinlich für diese Höhe. Forschung in großer Höhe. Diese republikanischen Geräte dienten zur Messung von einzigartigen Mustern des Atmosphärendrucks von Kobo. Ihre Verbindungsmechanismen ermöglichten die Bündelung von Instrumenten und den Einsatz bei widrigen Wetterverhältnissen. Okay, wohin jetzt? Hier irgendwo hin. Probieren wir mal aus. Okay. Cool aus. Wo müssen wir es jetzt hin machen? Zu dem großen dort, ne? Oder erstmal hier oben hin? Nee, tatsächlich erstmal auf die andere Seite hier. Dazwischen.
Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Pass gut auf dich auf, ja? So, jetzt. Kann ich dir noch hochziehen? Ah, warte mal. Ah! Falscher Knopf. Verzeihung, hab's kaputt gemacht. Werden wir fertig. Versucht Dagon zu finden. Roger.